Well, these don't look heavy. Some guy has to pick it up. Maybe the eighth grip there. Nachdem ich im Jahr 2012 in Pension gegangen bin, habe ich gesagt, ich mache einen Tag in der Woche für einen Kuppis weg und bin dann durch, zwar nicht wie das heißt, dann in der Stadt rennen. Von einem Nase bin ich darauf aufmerksam gemacht worden, dass ihm die Möglichkeit besteht, das zu machen da. Ja, am Anfang muss ich ehrlich sagen, war das Gefühl gemischt. Ich war mir nicht sicher, ob ich das überhaupt machen kann. Gewisse Berührungsängste sind doch da, ich habe noch einen. Sechsten, siebten Mal ist es dann, wie von selbst kann man nicht sagen, aber so kann passt eigentlich. Ja, es gibt mir sehr viel, dass man einem Menschen helfen kann, das ist sehr um und auf. Er kann sich ja selber nicht helfen und eine Unterstützung sozusagen für den Menschen, das ist das Wichtigste. Für den Menschen, für den Mitarbeiter. Du wirst doch, ich mache nur eins, arbeiten. Wenn ich jetzt haben müssen, Ja,
Natürlich, wenn es bei der Liebe in die Kopfschuhe schon geht, dann nichts verhauen natürlich. Mit Hafer und Kaffee. Ja. Das ist ein Mikro, wenn man es betrotzt. Ja, genau, der Hochlos. Ja, genau, den. Ja, ich mache das jetzt das fünfte Jahr. Bin jeweils am Donnerstag mit Gerhard Mandela in Figauen. Es ist nach wie vor schön mit anzusehen, wie für den Gerhard einerseits die strukturierte Woche durchbrochen wird durch diese Besuche in Figauen und durch diese Therapien und wie es angenehm ist, merkt man jeweils am Ende der Therapie. Ich war schon sehr früh mit beeinträchtigten Menschen konfrontiert, nachdem mein Vater aus dem Krieg mit einem Bein nach Hause gekommen ist. Es war eine Natürlichkeit, das mit anzusehen, wie er mit seiner Beeinträchtigung durchs Leben gegangen ist. Wir Kinder haben das eigentlich nie so richtig realisiert als Behinderung, unter Anführungszeichen, sondern das hat einfach so zu ihm gehört. Und so ist es auch für mich gewesen, dass ich unbedingt im Ruhestand nach der aktiven Berufsbahn, was ich machen wollte, mit beeinträchtigten Menschen. Ja, es ist so, dass mich einfach Kleinigkeiten, kleine Unregelmäßigkeiten im Leben einfach nicht irritieren, weil ich da auch immer wieder daran denke, wie unzufrieden müsste ein Gerhard Siller sein in seiner Situation. Und es bestärkt mich, dass ich da auch einen Beitrag leisten kann, um die eine oder andere Freude zu ermöglichen. Thank you.
Also wie ist, aber sicher keine Pizza. Nein, ich kann nicht mehr. Okay, halt. Jetzt wieder bitte nach Hause. Ein kleiner Moment halt. Gut.